besucht wird. Und ich sage es mal salopp, sie machen ungefähr das Gegenteil von dem, was wir hier machen. Wir sagen, Gründer, gebt alles ab, was die Verwaltung ist, was Business Administration ist, konzentriert euch auf die Idee, macht daraus ein gutes Konzept, also diese Teilung Entrepreneurship auf der einen Seite, das Neue in die Welt denken und auch in die Welt bringen praktisch, und auf der anderen Seite Business Administration, keep good records, Ordnung halten, effizient verwalten, effizient führen. Also die Idee auf der einen Seite, der Entrepreneur näher zum Künstler eigentlich, näher am Künstler, während der andere ist der Manager, Business Administration, das Wort Administration verrät sich ja ein bisschen, verwalten. Wenn ich auf Ihre Website gehe, kommt mir so ein Satz entgegen, jetzt sind Sie Unternehmer, Punkt, wie schreiben Sie die erste Rechnung? Schlucke ich natürlich und sage, auf Weil würde ich überhaupt nicht so empfehlen, Sie haben viel Erfahrung, ich habe viel Erfahrung, jetzt versuchen wir mal auszutauschen, was gilt für wen vielleicht, was kann man verallgemeinern, wo haben wir vielleicht auch Gemeinsames, was ist Ihre Grundidee, wie Sie Gründern helfen? Ja, also zunächst glaube ich, muss man sagen, der Gegensatz besteht darin, dass es mir nicht um eine kleine Zahl von Gründern mit einer ganz originellen, skalierbaren Geschäftsidee geht, wo auch großer Wert geschaffen wird natürlich, sondern mir geht es um die große Masse der Gründer, ja, wirklich um Selbstständigkeit. Sie ganz, ganz viele Leute, Existenzgründer, Selbstständigkeit. Der Ursprung, also die Webseite hieß zunächst überbrückungsgeld.de, jetzt gründungszuschuss.de, das ist die wichtigste Gründungsförderung in Deutschland. Ich bin dazu gekommen, weil ich das selbst beantragt habe, vor 7 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte vorher hier in Berlin 5 Jahre gelebt, habe für Immobilien Scout 24 gearbeitet, war da kaufmännischer Leiter, war der dritte Mitarbeiter in dem Team. Ich bin dann nach München gegangen, habe für den Bodder Verlag gearbeitet, habe da so Internetprojekte gestartet und habe mich dann vor 7 Jahren selbstständig gemacht. Und die Idee war erstmal, ich mache mich selbstständig, einfach weil ich so furchtbare Chefs hatte. Ich glaube, das ist für viele Gründer eine ganz zentrale Motivation. Also ich frage in jedem Seminar, warum machen Sie sich selbstständig? Damit Sie, schreiben Sie sich das auf, damit Sie es nicht vergessen, damit später in der Krisensituation, dann können Sie nochmal nachgucken und sagen, ach deshalb, bei mir war es so, ich hatte einfach einen Chef und dann kam noch ein schlimmerer und dann habe ich meinen Job verloren und dann muss ich sagen, Gott sei Dank, ich hätte wahrscheinlich nicht selbst gekündigt, aber ich war dann in der Situation, dass ich eben mein eigener Chef sein kann. Und in einer Situation, wo ich mal ein bisschen unsicher war, ob ich jetzt das Richtige tue mit der Selbstständigkeit, hat mich mein ehemaliger Chef angerufen, um irgendeine Kooperation mir anzubieten. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, jetzt weiß ich, wieso ich mich selbstständig gemacht habe. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Denn man kann als Angestellter nie sicher sein, wer einen als nächstes vor die Nase gesetzt wird. Gerade in dieser Unternehmenskultur, wo schnell umorganisiert wird in vielen Unternehmen. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht. Eigentlich mit einer ganz anderen Idee, die glaube ich auch ganz gut war. Aber dann ist mir aufgefallen, in der Einrichtung, die mich beraten hat, die ich gar nicht schlecht fand, dass das irgendwie, dass das, was die erzählen vorne, mit dem, was mit den Leuten, die da sitzen, nichts zu tun hat. Da wurde ganz, also wurde sozusagen BWL-Studium an einem Tag. Ich fand das als promovierter Betriebswirt ganz interessant, mal so eine schnelle Wiederholung. Aber die Leute haben einfach nur so geguckt, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe mir hier ganz viele Fragen aufgeschrieben, die kommen hier gar nicht dran, wem kann ich die stellen? Und das war so der Ausgangspunkt, dass ich gesehen habe, hier gibt es eigentlich eine Lücke. Und was habe ich gemacht? Ich habe zum ersten Mal dann in meinem Leben eine Webseite gemacht. Wir hatten ein kleines Zimmer in einer Sprachschule, das von einem Freund, das wurde nicht genutzt, war zu klein für den Sprachunterricht. Da haben wir uns zusammengesetzt, da waren lauter so Leute, die vorher noch einen gut bezahlten Job als Berater hatten, saßen dann in diesem 10 Quadratmeter kleinen Büro zusammen. Es war im Sommer auch so heiß wie jetzt hier, noch heißer. Und wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich konnte dann sehr schnell eine halbwegs professionelle Webseite machen, in 2-3 Tagen. Da habe ich alles aufgeschrieben, was ich zu dem Thema wusste. Dann dachte ich, jetzt muss ich auch ein bisschen Marketing machen. Also sie ist sozusagen um 11 Uhr online gegangen. Dann bin ich zu so einer Gründungsveranstaltung gegangen, habe
unterwegs noch so einen Flyer im Copyshop kopieren lassen, also ganz unprofessionell, einfach mit Word ausgedruckt, und habe den verteilt. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt, was ich sehr interessant fand. Ich habe mich diese Flyer verteilt. Normalerweise mit Flyern ist es ja so, dass jemand die nimmt und dann wegwirft. Da war es aber so, dass jemand zurückgekommen ist und gesagt hat, könnte ich nochmal drei haben? Das klingt so interessant, das möchte ich anderen auch geben. Und das war so das Signal. Ich habe dann nie mehr Flyer verteilt. Wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal welche drucken lassen. Sondern das hat sich dann über Mundpropaganda so schnell ausgebreitet. Ich bin zurück ins Büro gekommen, da hatte ich schon die ersten E-Mails. Tolle Website, das ist genau das, was die Arbeitsagentur uns nicht erzählt, was wir wirklich wissen wollen. Also ich habe die Fragen beantwortet, die die Leute auf ihrem Zettel hatten, was sie wirklich wissen wollen. Und das ist, glaube ich, die Wurzel des Erfolgs. Daraus sozusagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Produkt. Ich habe einfach nur zum Spaß eine Webseite gemacht. Und dann hat dieselbe Woche noch der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Einer aus unserem Büro war da zufällig Interviewpartner. Drei Wochen später lag ich in Budapest, war ein paar Tage in Urlaub. Und jedes Mal, ich hatte inzwischen so eine kleine Geschäftsidee, jedes Mal, ich hatte so ein Businessplan-Template gebastelt, wenn eins verkauft wurde, bekam ich eine SMS. Und dann kamen die SMS auf einmal so alle 10 Minuten. Und ich dachte, was passiert jetzt, bis ich nach Hause komme, bin ich arm, weil ich diese ganzen falschen SMS bezahlen muss. Aber es tatsächlich wurde ganz, ganz viel verkauft in diesen paar Tagen, weil der Stern hatte ohne mein Wissen ein Titelthema zum Thema Kunden und hatte mich, also die Website, Überbrückungsgeld.com hieß die damals, angekündigt, hat gesagt, es gibt zwei Webseiten zum Thema Förderung, die des Bundeswirtschaftsministeriums und meine. Und das war so nach 3 Wochen ohne mein Zutun, ohne aktive Pressearbeit. Da dachte ich, aha, na also wenn das so einfach ist, dann bin ich da irgendwie auf eine Goldader gestoßen, das mache ich jetzt mal noch 3 Wochen länger. Und daraus sind eben 7 Jahre geworden. Ja, und in diesen 7 Jahren habe ich dann eben natürlich auch Produkte entwickelt. Das erste Produkt hat sich daraus ergeben, dass die Leute mir ganz viele Fragen gestellt haben. Und darunter war auch die Frage, kann ich ihren Businessplan haben? Da habe ich gesagt, naja, das macht ja nicht viel Sinn, meinen Businessplan. Ich habe erkannt, ein Hauptproblem von Gründern ist die Angst vor dem Zahlenteil. Da kommen ganz viele betriebswirtschaftliche Begriffe drin vor und mit denen man nichts anfangen kann. Ja, selbst wenn man BWL studiert hat, hat man das inzwischen schon wieder vergessen. Und ich habe dann sozusagen aus diesem Businessplan daraus einen Fragebogen gemacht, den man beantwortet, den man so mit gesundem Menschenverstand als normaler Mensch beantworten kann. Wie viel planen Sie, dass Sie da im ersten Jahr für Büromaterial ausgeben? Ja, wie viel ist der durchschnittliche Wert Ihres Produktes? Ja, was glauben Sie, was Sie durchschnittlich realisieren können, zum Beispiel pro Stunde? Die meisten haben ja als Geschäftsmodell die Zeit, die eigene Zeit. Und daraus habe ich so ein Businessplan-Template gebastelt, seit vielen Jahren, es ist über 20.000 Mal verkauft worden, ein wichtiges Produkt. Dann haben mich Leute angeschrieben und gesagt, kannst du mal ein Seminar halten und uns das erklären? Dann habe ich das Seminar gehalten, haben mir die Leute gesagt, wieso hältst du das Seminar nur in München, das ist so gut, mach das doch auch in Berlin und Hamburg. Dann hatte ich so ein FAQ geschrieben, also die ganzen Fragen, die an mich gestellt worden sind, deren Antworten ich auch nicht kannte. Da habe ich dann, was weiß ich, andere Leute, die sich auskannten, angerufen, zum Beispiel die Pressestelle der Bundesagentur für Arbeit, und habe diese Fragen beantwortet. Und da hatte ich schon mal 40, 50 Seiten und dann kam jemand auf mich zu, ob ich ein Buch machen möchte. Ich hatte eine Buchagentin. Daraus ist inzwischen eine Buchreihe mit 15 Titeln erwachsen. Also ich habe so eine eigene Buchreihe, in der ich Bücher veröffentliche, andere auch. Was machen wir noch? Dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, können Sie mich beraten? Gleichzeitig kamen Berater, die gesagt haben, ich bin der Berater, kannst du mich vermitteln? Daraus hat sich also die Vermittlung von oder Empfehlung von Beratern ergeben. Und es hat sich also so ein relativ, also mehrere Säulen ergeben. Am Anfang war es dieses Template, inzwischen habe ich so ganz verschiedene Säulen, auf denen das ruht. Es hat sich zum Stichwort Serial Entrepreneur ein zweites Unternehmen ergeben. Ich wurde nämlich aufmerksam von super Netzwerkerin, dass da jemand ein ganz, ganz tolles Seminar veranstaltet, ein Xing-Seminar. Ich war sozusagen Xing-Nutzer der ersten Stunde. Und dann bin ich in Nürnberg gefahren, habe mir das angehört und dann haben wir am selben Abend ausgemacht, dass wir dieses, was er eben in Nürnberg und Hamburg machte, bundesweit anzubieten. Also Xing-Seminare, wo man erfährt, wie nutze ich Xing, um Kunden zu gewinnen oder um zu akquirieren. Wir haben letztes